Hallo, Axel Brüggemann. Also ja, Saxophon. Ja. Beim Echo Klassik. Das ist doch eigentlich schon alles, was du wolltest, oder? Fast. Also ich würde gerne, dass es nicht so exotisch wirkt und dass es eigentlich selbstverständlich wird. Und ja, regulär. Dafür ist dieses Instrument so verdammt groß, ne? Es gibt verschiedene. Ja? Heute kommen ganz kleine vor. Aber du hast mal irgendwo gesagt, du wünschst dir, dass das Saxophon eben selbstverständlich wird und ein Teil der Klassikfamilie wird. Jetzt sitzen wir hier, stehen wir hier auf diesem roten Teppich. Eigentlich ist der Wunsch schon erfüllt. Was ist der nächste? Genau, dass die Komponisten einfach ihr Werk jetzt widmen dem Instrument und das auch einschließen in Repertoire und tolle Werke entstehen weiter. Was würdest du dir für ein Werk wünschen? Also wenn du jetzt, ich wäre der liebe Gott und du bist Saxophonspieler und du sagst, ich wünsche mir von dem Komponisten ein Werk. Wen würdest du nehmen? Das ist eine schwierige Frage. Also es gibt einige, die mir auf dem Kopf sind. Ich will sie nicht verraten. Okay. Aber wirklich ganz tolle Werke mit Orchester, als Saxophon, als Solist. Gerne auch Gesang dazu. Okay. Verschiedene Ideen. Saxophon, stelle ich mir vor, da kann man auch unglaublich viel spielen. Ja? Also ein neuer Komponist, der könnte ja wirklich, du kannst ja nur Luft machen, du kannst quietschen, du kannst alles mögliche machen mit diesem Ding. Ne? Vierteltöne, Multiphonik, schön spielen, ausdrucksvoll, alles Mögliche. Liebe Komponisten, zieht euch warm an und wir reden uns gleich nochmal in Ruhe, okay? Danke. Vielen herzlichen Dank, viel Spaß.